Hi Leute, heute geht es um die Knoblauchrauke. Ein sehr, sehr interessantes Gewürz bzw. eine Gewürzpflanze, ein Kräuter- oder Heilkraut, kann man auch sagen. Charakteristisch an diesen, ja, diese schönen großen Blätter, schön gezackt. Daran kann man die sehr gut erkennen, genauso wie an diesen hellen weißen Blüten. Was sehr charakteristisch an der Knoblauchrauke ist, ist der Geschmack. Und zwar hat es ein sehr, sehr interessantes Knoblaucharoma. Deswegen ist meiner Meinung nach immer so ein bisschen untergeht, gerade jetzt in der Bärlauchzeit auch. Aber diese Pflanze ist noch mal ein bisschen länger beständig als Bärlauch. Wobei aber der Bärlauch dann wiederum in der Knoblauchnote noch mal einen Vorteil hat, dass er wesentlich intensiver ist, beziehungsweise auch beim Kochen besser anhält, weil hier verflüchtigen sich beim Kochen die ätherischen Öle und die Wirkstoffe. Das heißt, der Knoblauchgeschmack ist dann nicht mehr so intensiv, wenn es gekocht ist. Eher als Rohspeise für Salate gedacht. Und interessanterweise, wir sprechen hier auch über das älteste nachgewiesene Kraut, was als Gewürz verwendet wurde. Denn bereits im Mesolithikum wurde das sozusagen verwendet, das wurde nachgewiesen. Und das ist so 4000 vor unserer Zeitrechnung, also schon eine ganze Ecke, wo das hier verwendet wurde. Es hat auch den Namen Lauchkraut, was natürlich so ein bisschen auf die, auf die Verwendung bzw. Knoblauch-Hederich. Ne, das sagt schon alles, Knoblauch-Rauke, Knoblauch-Hederich. Und es ist ein Kreuzblütengewächs. Früher im Mittelalter bzw. auch in der Neuzeit wurde es als sehr, sehr günstiges Gewürz verwendet. Ne, also sprich, das wächst überall oder fast überall. Und es ist auch als Heilpflanze sehr bekannt. Ne, es soll unter anderem antiseptisch sein, dann echt harntreibend, schleimlösend, antiseptisch. Und wenn man es als Breiumschlag macht, dann kann es auch gut gegen Insektenstiche helfen. Früher im Mittelalter wurde es sehr, sehr häufig von der Landbevölkerung verzehrt. Und es gibt auch heute noch die Blätter kann man wunderbar heute noch verwenden, ne, als Beilage. Man kann es auch wunderbar in so Kräuteraufstriche mit reinmachen. Die Blüten sind ebenfalls sehr geschmacksintensiv und ihr seht ja hier schon so kleine grüne Stängelchen oben an den Spitzen. Das werden eines Tages die Samen werden, die so im Sommer sozusagen blühen, ja, beziehungsweise die im Sommer dann sozusagen richtig schöne schwarze Samen ergeben. Und diese Samen, das ist sehr interessant, das möchte ich diesen Sommer unbedingt mal ausprobieren, sollen sich ja perfekt als Pfefferersatz eignen. Ne? Also sprich, wenn man die Samen sammelt, hätte man ein gutes Gewürz, was man sozusagen alternativ als Pfeffer verwenden kann. Weil Pfeffer war früher sehr, sehr teuer. Und demzufolge, warum nicht, ne? Und diese Blätter haben halt wirklich eine schöne Knoblauchkonsistenz. Perfekt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, ne? Ein bisschen scharf sind sie auch. Also leicht pfeffrig auch mit. Von daher bis zum nächsten Kräutervideo oder Kochvideo, euer Schlemmergemahl. Ciao. Alternativ kann ich es euch auch als so eine Art Sandwich empfehlen. Einfach zwei Blätter drauf, ein bisschen Käse und so. Unten habe ich ein bisschen Pesto drunter. Also mehr braucht es eigentlich schon gar nicht. Dieser pfeffrig-knoblaurige Geschmack, einfach ideal. So diese schöne, angenehme Schärfe, perfekt.